Ein Interreg-Projekt zum Thema Feuerbrand, Bekämpfung des Feuerbrandes wurde ins Leben gerufen. Das Land Vorarlberg ist hier der Vorreiter, sozusagen die Dachorganisation, die das Ganze ins Leben gerufen hat. Wie kam es zu dieser Initiative, wie kam es zu dieser Idee? Nach den großen Schäden im vergangenen Jahr war für mich klar, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Wir müssen rund um den Bodensee eine gemeinsame Initiative starten und habe dann die Verantwortlichen der einzelnen Länder eingeladen zu einem gemeinsamen Sondierungsgespräch. Und dann waren alle Länder rund um den See damit einverstanden, dass wir ein gemeinsames Projekt machen, wo die Forschung, die Praxis und die zuständigen Dienststellen miteinander gegen dem Feuerbrand eine Strategie erarbeiten. Hier geht es vor allem darum, dass erstens Obstsorten entwickelt werden, die feuerbrandresistent sind. Zum Zweiten geht es auch um Entwicklung von Mitteln gegen Feuerbrand, die nicht Streptomycin heißen. Und zum Dritten geht es vor allem auch um pflanzenbautechnische Fragen, die langfristig einfach notwendig sind, dass die Bäume feuerbrandresistenter werden. Momentan scheint es leider keine Alternative zu geben, als im Ernstfall wirklich auf Streptomycin zurückzugreifen. Wie sieht die Vorgangsweise hier im Land aus? Also wann empfehlen Sie oder wann wird im Land Streptomycin eingesetzt? Für mich persönlich ist der Einsatz von Streptomycin die letzte Notbremse, um eine Obstkultur zu retten. Wir haben in dem Bescheiden aber hier eine klare Vorgangsweise fixiert, dass der Einsatz nur in den Nachtstunden geschehen darf, dann, wenn kein Bienenflug ist, Punkt 1. Punkt 2, wir werden entsprechende Kontrollen beim Wasser, bei den Pflanzen machen, auch im Herbst beim Obst und auch beim Honig, weil für mich die Sicherheit für die Konsumenten einfach wichtig ist.